Oh, ja, meine Lieben, damit geht's los. Herzlich willkommen in Mexiko. Die Einführungsrunde startet gleich. Weiß gar nicht, wo habe ich mich jetzt qualifiziert? 9 oder 10? 9 oder 10. Hat mich, ich weiß jetzt nicht, ob Piano mich noch überholt hat. Nein, nein. Ich sag's mal so, wie immer. Ich bin froh, wenn ich ins Ziel komme und keine Strafe sammle. Ich bin auf Mexiko nicht gut vorbereitet. Gucken wir mal, wie es läuft. Aber ein paar Punkte wären eigentlich ganz geil, weil dann würde ich in der Gesamtwertung BXM noch überholen, aber auch nur, weil er nicht so oft Das ist mitgefahren die ist. Einführungsrunde und die Stimmung steigt, während der Start des Rennens immer näher rückt. Welches Team wird sich Und ich durchsetzen? glaube, rein Wer technisch kommt gesehen als haben wir sogar in der Erster in die Punkteranglage? Konstrukteursmeisterschaft noch Wer die wissen Möglichkeit, es? einen Platz hochzurutschen. Aber ich weiß gerade nicht, wer vor uns ist. Aber da ist der Abstand auch nicht so Das riesig Rennen groß. wird jeden Moment losgehen. Die Autos nehmen nur noch Wir haben ihre jetzt Startposition Mexiko, ein und die vorletztes Fahrer und Rennen. Teams treffen die Nächste nächsten Woche gibt es dann Vorbereitungen. Abu Dhabi. Zufällig das Saisonfinale. Oh, mal. Abu Dhabi freue ich mich schon. Mir gefällt die neue Strecke in Abu Dhabi. Aber ich habe noch kein vernünftiges Setup dafür. Ich auch nie. Da kümmere ich mich am Sonntag drum. Da wird einfach wieder am Zeitfahren gemopst und ein bisschen angepasst. So. Ich hoffe, ich kriege einen halbwegs guten Start hin. Wer steht hinter mir? Lahn hinter mir? Jetzt rennt's. Oh, der Arme. Ich Ja, beneide niemanden. ich hab Piano vor mir. Okay. Spielgang, danke. Sogar mal einen brauchbaren Start erwischt. Jetzt nicht zu spät bremsen. Wow. Da kam Haas geflogen. Oh Gott. Zustand Auto. Bin hinter dir, ne? War vorbei. Dass mein Rhythmus kommt mit dem schweren Auto. Zustand Auto. Die Reifen sind noch in gutem Zustand. Den Schaden gekriegt vom Haas. Schon aufpassen hier in Mexiko mit dem ERS-Einsatz. Sehr hungrig die Strecke. Achtung, Achtung! Was? Ich soll neu will über. Regelwidriges Überholmanöver. What the Du darfst fuck? nicht wieder Ja, zurückfallen, was soll sonst der werden wir Scheiß? bestraft. Nee, jetzt auch nicht. Ja, jetzt ist vorbei. Jetzt habe ich schon die Strafe kassiert, oder? Nee, ich habe keine Strafe gekriegt. Aber es war kurz. Ich hatte das auch, dass ich ihn wieder vorbeilassen muss. Der stand doch mitten auf der Strecke. What the fuck? Der war doch der, der das Safety Car verursacht hat. Das Spiel wieder. Eigentlich erstmal das virtuelle Safety Car, okay. VSC endet, gleich kommen die grünen Flaggen. Positives Delta bis zu den grünen Flaggen beibehalten.
Dank der falschen Meldung ist mein positiv 2,5 Sekunden. Hier doch gerade gepennt. Ja, gesehen. Für mich hat es nicht mehr gereicht. Durchfahrtsstrafe, ja, der ist bestimmt so langsam gefahren wegen seinem Delta. Und hat nicht mehr passend hingekriegt. So, hat er mir wenigstens noch DRS gegeben? Ja. Sehr gut. Fickt ihr euch. Na schön, ich habe den Godfather aus dem DRS-Fenster rausgekriegt. Ich habe 2 Verwarnungen innerhalb von 1 Kurve bekommen. Löl. Wow. Wow. Alter! Den habe ich ja gar nie gesehen. Den wäre ich gerade voll fast reingefahren, dem Ed.
habe ein bisschen Sorge, dass ich meine Reifen zu hart aufgepumpt habe. Für die Softs nachher. Mal gucken. Ja, okay, die Verwarnung habe ich verdient, das sehe ich ein. Lenz hat schon die 3 Sekunden. Ein Zwischenfall auf der Strecke, aber die Rennleitung will das Safety Car nicht rausschicken. Sei einfach vorsichtig. Aber virtuell. Besser als richtiges Safety Car. Virtuelle Safety Car Phase endet. Tempo bis zu den grünen Flaggen beibehalten. VSC endet. Auf grüne Flaggen warten. Leon schon an der Box? Oh, da hat es wohl Leon erwischt gerade. Und jetzt zwischen uns raus. Uiui. Ist der auf Soft gestartet? Kann ich mir nicht. Achtung, Achtung!
Walter auch in der Box. Wo können wir von mir aus zu Ende fahren? Woher die 3 Sekunden noch auf einmal kommen, ja lol. Flagge. Okay, dann der nächste. Problem ist, sind alle schnell genug, dass die alle wieder an mir vorbei wollen, die sich da weggedreht haben. Hätte man ja gar nicht, dass der jetzt der S kriegt. Mal kriege ich das nicht verteidigt. Fuck.
Ja, bald auf den frischen Reifen will natürlich vorbei. Lass mal vorbei. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit weichen Reifen weiterfahren. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Bestätige. Warte, mein Kontrahent hat sich weggedreht. Brauchst du dir noch keine Sorgen zu machen. Alles okay. Diese Runde, jetzt mach Druck! Ja, ich habe 45%, ich gehe rein jetzt. Okay. Ich hoffe, dass das mit den Softs hinhaut bei mir. Gucken wir mal. Von Godfather habe ich ja ein bisschen Zeit gewonnen, ansonsten wird es echt eng.
Keine Strafe, alles cool. Es gab einen Zwischenfall mit Trümmerteilen auf der Strecke. Zum Glück haben die Marshals alles rechtzeitig wegräumen können und es gibt keine Pläne für ein Safety Car. Perfekter Boxenstopp. Ja, für mich Katastrophe. Ja, für dich natürlich scheiße, du bist gerade an der Box vorbei, ne? Jetzt musst du nur noch einmal stoppen, noch ein Boxenstopp. Aber das war jetzt in doppelter Hinsicht gut. Also für mich vom Timing, für dich scheiße, gebe ich zu. Drossel deine Geschwindigkeit, unser Delta ist zu niedrig. Damit riskieren wir eine Strafe. Verringere sofort dein Tempo. Das Safety Car war... Aber direkt ein bisschen Reifen schonen ist natürlich nicht schlecht. Och, dieses Delta. Natürlich suboptimal, weil die ersten, wo du wirklich schnell damit fahren kannst, vergeudest du jetzt. Ja gut, okay, da gebe ich dir recht. Auf der anderen Seite kann man sie dafür jetzt eine Runde länger oder zwei Runden länger und den letzten Stint halt ballern. Aber ja, gut. Ja. Geschmeidig um die Kurven rum, langsam beschleunigen. Mal so, dank Safety Car bin ich aufs 8 rausgekommen. Das hätte schlechter laufen können. Okay, erhöhe das Tempo leicht. Wir müssen uns dem Auto vor uns auf bis zu 10 Wagenlängen nähern. Noch eine Runde Safety Car. Bis jetzt schon, dass mein Restart richtig scheiße wird mit der letzten Kurve. Wir fallen zu weit zurück. Denk dran, dass wir nicht weiter als 10 Wagenlängen vom nächsten Auto entfernt sein dürfen. Ja, Jeff. Wir sind gerade fast in den Joker reingefahren. Wie lange noch? Na, schon in Sektor 3, oder? Hätte der nicht schon eine Nachricht bringen müssen? Ja. Aber da hängt noch einer sehr weit hinterher. Das ist ein Alpin? Nee. Ein dunkleres Blau. Ja, noch eine Runde. Super. Kann ja direkt wieder in die Box fahren. Sag ich ja. Ja.
Noch nicht. Okay. Späte Nachricht, ey. Okay. Oh, was bremst? Safety Car kommt in dieser Runde rein. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Halte die Reifen auf Temperatur und denk dran, dass bis zur ersten Safety Car Linie Überholverbot herrscht. Bleib bis zu den grünen Flaggen an deiner Position. Grüne Flagge. Fuck. Oh. Jetzt habe ich gerade jemanden ordentlich behindert. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Alles klar. Das muss man Chris nochmal sagen. Ich glaube, der hat sich gerade auf die Strecke zurückgesetzt. Okay, die Rennleitung hat das DRS jetzt aktiviert. DRS ist jetzt aktiviert. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst ich glaube, Zweistopp wäre doch besser gewesen. Einstopp meinst du? Oder bist du auf Harte gegangen? Achso, ja. Ja, das Ding ist, ich hänge jetzt voll im DRS-Train. Bringt halt gar nichts, jetzt auf den Softs zu sein. Ohne Safety Car wäre vielleicht doch besser gewesen. Also ich meine, ich kann mit Platz 9 leben, aber...
Wird ja noch schlechter. Jetzt wäre ich gleich so weit nach hinten durchgereicht. Diese Runde nicht rein, Jeff. Ich komme nächste Runde rein. Oder willst du nächste Runde fahren? Mach mich. Nein, ey, Scheiße. Sei vorsichtig. Wir rechnen damit, dass dein Grip bald nachlassen wird. Okay, ich fahr doch diese Runde rein. Oder ich fahr einfach DNF. Das hat ganz schön gekracht. Alles okay? Sorry für das Safety Car. Oh Mann. Kotzt mich an. Ticken zu viel Gas gegeben. Nein! Mann! Fickt euch! Sorry, also jetzt ist mein Rennen endgültig im Arsch. Gullen. Lächerlich. Kotzen. Ja. Machen wir das Rennen komplett im Arsch. Leon, nur Vierter. Was? Yeah.
bin gleich letzter. Ja, was soll ich sagen? Erst musste ich härter bremsen als gedacht. Dann habe ich beim Gasgeben einen Ticken zu viel Gas gegeben, weil ich gedacht habe, wenn du da jetzt dran vorbeiflutschen kannst, ist auch geil. Hab mich weggedreht. Und ja, das wird heute nichts mehr. Dann waren halt in den S's meine Reifen wahrscheinlich zu warm und ich war nicht ganz auf der Linie. Und ja, leider DNF und damit gar keine Punkte. Denk mal, einen Punkt hätte ich vielleicht holen können. Schauen wir mal. Ah ja. Ja, Büchi, du musst nur zu Ende fahren, dann gibt's wenigstens einen Punkt. Aber das ist echt scheiße dann noch für die Box da, die Strafe, ey. Zum Kotzen. Ja, schade. Ich glaube, ein, zwei Punkte hätte ich auch holen können. Was soll der Scheiß, diese scheiß Funkebremse da vorne? Ey, was macht der denn? Ist der total bescheuert? Hast du die 5 Sekunden in der Box direkt abgesessen? Ja. Ah, okay. Ey, was war das denn? Ich hab's leider auch nur aus deiner Innenkamera gesehen. Was soll der Scheiß? Macht halt auch gar keinen Sinn, da innen reinzugehen.
könnte kotzen, ne? Ich könnte so kotzen. Verstehe ich. Das war auch gerade vollkommen unnötig, dass du dir da reingefahren ist. Ich weiß jetzt gerade nicht, wer es war, aber... Gottfahrer. Doch, muss ja Gottfahrer oder Ersatzfahrer gewesen sein. Ja, ich habe ja auch vollkommen überhitzte Reifen. Ja, ja, klar. Wie gesagt, ich steige aus der Liga aus. Ja. Ich bin jetzt in 6 Rennen 5-mal abgeschossen worden. Ja, das ist halt, also, du hast irgendwie echt das Fadenkreuz auf Mac-Flügel oder so, ich weiß es nicht. Das ist unfassbar. Joker, mach keinen Scheiß, lass Leon vorbei. Ja, nee, lass Leon nicht vorbei. Könnte Jokers Rennen werden. Schon von an. Ich morgen wieder um 4 Uhr. Ey, das ist wieder so typisch. Ja. Oh no, Joker. Ich habe ihn vorher noch viel mehr Platz gelassen als nötig. Ja, ja, und vor allem da, wo er dir dann reingefahren ist, da kannst du ihn auch einfach nicht überholen. Das geht nicht. Das gleiche hat eine Runde vorher Renz versucht. Dort an der Stelle, in der Kurve vorher, okay, in aber. Der Schikane. Ja, aber dann nicht dort nicht, nee. Ah. Wie gesagt, wenn sich einer den Schuh anziehen darf, danke Gott, Fahrer, ich bin raus aus der Liga. Auf so eine Liga habe ich keinen Bock mehr. Ich muss jetzt mal gerade vorne zugucken, da ist es noch spannend. Ich fahre noch hier für eine Dose Wurst. Ja. Ja, Leon mit 5 Sekunden Strafe, 2,6 Sekunden dahinter Balder, dahinter 0,6 Sekunden Joker. Joker allerdings mit einer 3 Sekunden Strafe leider. Er hat gerade noch geführt. Aber ja, ist. Oh lol. Ist das neu im Zuschauermenü? Man kriegt jetzt die Prozente der Reif, der Fahrer angezeigt, den man zuguckt. Okay, das muss ich mal kurz loben. Das ist geil.
Das ist, wenn man alles und jeden aufnimmt, dann passiert genau so eine Scheiße. Ja, wobei, also, ich kann es ja immer schlecht beurteilen. Ich glaube, gestern im Training ist er eigentlich ordentlich gefahren. Und der SCP, Chris, ich weiß gar nicht, wo der herkommt, um ehrlich zu sein. Den habe ich heute das erste Mal im Discord gelesen. Aber gut, da habe ich ja keine... Bin ich ja nicht involviert irgendwie. Gut, aber ich glaube, der ist auch ganz okay gefahren. Bis auf das, dass sich das eine Mal, glaube ich, auf die Strecke zurückgesetzt hat. Das war ein bisschen Mist. Oh nein, Leon dreht sich! Wo ordnet er sich ein? Als Vierter. Doppelpodium für Red Bull. Not bad. In der letzten Runde dreht er sich weg. Oh Gott. Nein, der musste Ed noch vorbeilassen. Das mit den Reifen finde ich aber echt ganz geil. Gut, dann verabschiede ich mich schon mal. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, schreibt mir einen Kommentar. Heute leider ein DNF. Ich weiß gar nicht, ist das mein einziges DNF dieses Season oder hatte ich schon eins? Ihr wisst es wahrscheinlich besser als ich. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Vergesst den Abo-Button nicht. Und wenn ihr Bock habt, immer donnerstags sind live die Rennen auf Twitch. Kommt da gerne vorbei. 20 Uhr ist Qualifying, 21 Uhr ist Rennen. Und davor gibt es immer noch mal so ein bisschen Gequatsche und Training und so weiter. Also wenn ihr Bock habt, schaut gerne rein. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.